Raff gehört dazu, keine Frage. Ja, ja, geh auch noch auf sie ein. Aber hinter einer gut ausgeführten Wuchttechnik steckt mehr. Eine Wuchttechnik? Damit könnte meine Keule eine hübsche Melodie auf den Gegnerschädel spielen. Was hast du, Marktweib, schon mit Gegnern zu schaffen? Hör nicht auf, dir was anzumaßen. Geh jetzt nicht in deinen vernagelten Schädel. Ich bin ein Abenteurer. Valdrada, sag's. Nein, sag lieber nichts. Ein Abenteurer? Du, pass mal auf, Schwabbel. Und ich bin echt dick. Ein echter Abenteurer hätte es schon längst mit dem Küstenberater der Westküste aufgenommen. Ihre Schädel zermalmt, ihr Gold genommen und würde die Beute im Wirtshaus versaufen, statt hier rumzuflennen. Was? 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 Piraten? Gold? Westküste? Du wirst schon sehen, was ich für ein Abenteurer bin. Na, das sehe ich. Ich doch schon die ganze Zeit. Schild nach Wuchttechniken? Heute ist nicht mein Tag, ne? Schild nach Wuchttechnik und wird nicht mal in der hiesigen Horde Piraten fertig. Ha! Was ist, Jüngchen? Soll ich dir noch einen mitgeben? Hüte dich, Arnor Knecht. Du sprichst mit einem Streiter des Güldenen. Eher mit einem Streiterchen, so hilflos, wie du noch mal einen Hammer gezappelt hast. Mein himmlischer Herr gebietet auch über deinen Wüter. Erweise ihm gefälligst Respekt. Versteckst du dich hinter den Krockzipfel der Götter? Ha! Arno lacht über solche Bettbübchen. Bettbübchen, nicht Bettbübchen. Werd ein Mann, herrlich, lern für dich selbst zu kämpfen. Habe ich einfach gekreint, also mit der Heute ist ja mein Tag. Aus der klaffen Kluft den Arm aus dem Leib riss. Na und wie? Geil. Vielleicht ein bisschen. Hat ja auch ordentlich gezwickt. Was habe ich dann gemacht? Die Zähne sind zusammen gewesen, habe mir meine Schwächen aus dem Leib geprügelt. Und als ich nach langer, harter Zeit die Wuchttechnik erlernte, habe ich den Vieläugigen wieder besucht. Und jetzt pflanzen sie dort Dinge an, die in der Reihe des Vieläugigen sind, ein großartiger Dünger. Nun frage ich schon! Frag ihn was? Ha, verstehe! Er will die Wuchttechnik lernen. Ein Paladin, der in die Lehre des Anor geht. Das ist nicht da ohne Reiz, aber ich will es von ihm hören, na? Bringst du Murmelknirschmalm bei? Wie bitte? Ich konnte nichts verstehen. Na, reicht schon. Der Schatten war groß genug, über den du hopsen musstest, Paladin. Dann zeige mir deine Hammerkünste. Ich sah, die Wucht und Wut des Arno lernt nur, wenn sie als ihn würdiger weist. Zeig erstmal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Der Räuberwald. Wir haben ihn siegreich durchquert und... Kleinkram, jeden von richtigen Aufgaben. Pass auf. Dem Schmied geht langsam das Eisen aus, weil die Bergleute aus dem Südosten nicht mehr liefern. Der Schmied ist für mich aber, was für andere der Schneider ist. Klär das und du hast was gut bei mir. Und vor allem, klär es auf eine Weise, die auch Arno gefiele, Paladin. Okay, wir hauen jemanden aufs Maul. Beleidigen ein paar Leute. Pissen den hiesigen Bürgermeister an und... besaufen uns im Wirtshaus danach. Danach ist. Der Dorn verstimmt fröstelnde Kälte, ja. Fähr weg von der Keule, sonst ist sie gleich näher, als sie lieb sein wird. Wie super, ich soll wieder alle gleichmäßig synchronisieren. Bauer, das Mühlenrecht hat Frumin reich gemacht. Wer Korn mahlen lassen will, muss hierher kommen und rate mal, wie die Preise sind. Schamlos. Ach, du kennst Frumin also schon. Wie viele Säcke mir liegen hier? Moment. Falsch, macht aber nichts. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Richtig, und nun? Na, das ist gemein. Der hängt da in der Luft. Die Menge reicht aus, mein Dorf ein ganzes. Nein, doch nicht. Dafür stinkt Kuba einfach zu viel in sich hinein. Das bisschen Mehl, ey. Das esse ich zum Frühstück. Also, wenn ich Mehl zum Frühstück esse. Da liegt doch etwas zwischen den Säcken! Was die Maus auf alle gefunden, großer Held! Ja, hat nicht jeder. Will er gleich nochmal rein, ja, weil wir so schlau sind. Ein Mehlsack. Warum hat er eine andere Farbe? Mehlsäcke. Ja und? Lenkt mich nicht ab. Frumin war heute Morgen mehr als deutlich, wie viele Säcke ich abzufüllen habe. Ach, komm schon. Jeder andere würde die kleine Reste einfach wegwerfen. Aber hier darf ich das Zeug doch noch nach Mehlresten durchwühlen. Wie einer von euch niest.
Kann da auch was? Kann ich hier sowas reinstopfen? Und verstopfe das Loch. Ich bringe die blutige Großindustrie zum Namen. Das Malwerk knarrt und ächzt mit den üblichen Geräuschen geschäftiger Regelmäßigkeit. Schütter. Natürlich hängt alles davon ab, das Korn möglichst gleichmäßig zwischen die Mahlsteine zu schütten. Natürlich! Ja, genau. Hey! Kann ich auch drunter durch? Alter, das war die Mehlsäcke. Haus wird Ziedersägen herbeigebietet. Fenster? Das leidlich engmaschige Gitterwerk hält zumindest besonders dicke Insekten ab. Ja. Ein Putzschrank. Richtig! Damit gibt dir der Gülde die Mittel, die reine Wahrhaftigkeit der Dinge zum Vorschein zu bringen! Spottest du? Ivo! Oben so eine Waage, die können wir auch nicht mitnehmen. Och. Feine Bezwinger des Mehlstaubes, unerbittlicher Reiniger des Haushaltes. Dereinst wird auch dir eine Sage geschrieben, die deine aufopfervolle Taten rühmt. Eingeweckte Heringe extra fein. Extra fein? Mit Rüben. Einmal Brandwein. Hab ich gewonnen. Lioba! Oh, Baldrada. Mein Vater hat mich tatsächlich gegen eine Herde Vieh verheiratet. Lioba, Liebes, setze nachher eine große Portion Kraftgrütze auf und dann machen wir das Mühlein. Amur. Sieh, da stehen wir bei. Wie bitter ist das denn? Soll ich nicht zu lange im Funkeln meiner Münze? Sonst muss ich eine Gebühr drauf erheben. Was gibt es? Marcel, ich will mein schönes Weib nicht auf mich warten lassen. Wir sind nur durchziehende Abenteurer. Kürzlich waren wir noch im Räuberwald. Bald geht's weiter nach Süden. Ihr kommt aus dem Räuberwald. Ihr drei ganz allein seid da durch. Was hältst du dich mit dem Alten auf, Erwählter? Komm, wir haben eine Mission. Stör mich nicht, Jungchen. Ich bahne hier gerade was an. Ganz recht, aus dem Räuberwald. Ganz alleine. Gefahren verputzen wir einfach so zum Frühstück. Oder Abendessen, je nachdem. Wie passend. Der Waldbeherberg nämlich ein Problem, das es immer mehr zu schaffen macht. Nein, sowas. Erzähl. Es sind diese verfluchten Räuber. Ach, hätte ich es nicht gedacht. Sie werden immer frecher. Was bringt mir meine Mühle, wenn sie meine Kunden aus dem Nord nicht mehr hier durch den Wald trauen? Mittlerweile will ich sogar dafür zahlen, dass jemand das Versteck dieser Räuber ausfindig macht und dann ordentlich aufräumt. Und ich spreche ihm mit einer anderen Stimme als vor kurzem noch. Egal. Putz schon mal deine Münzen, Müller! Die Bande ist so gut wie erledigt! Glaube nicht, es wäre leicht. Andernfalls hätten wir das schon selbst mit Fackeln und Heugabeln gelöst. Fackeln? Das gefällt ihm ja, das war klar. Die Räuber sind zahlreich, stark und zu allem Übel gut versteckt. Bislang hat auch niemand ihre Räuber ausfindig machen können. Du wirst dir etwas einfallen lassen müssen, Abenteurer. Du sagst es, ich bin ein Abenteurer. Behalte meinen Namen. Später kannst du mit meiner Bekanntschaft prahlen. Aha, wie heißt du überhaupt? Gisulf. Hä? Gisulf. Likul. Gis. Gilmuff. Gisulf. Soll es deinen Namen ändern? Aha. Drei Säcke Feinmehl auf 6 Säcke Grobkorn verteilt. Nachbar gewiefter Mischung 9 Säcke Feinmehl und steigere den Gewinn auf. Lasst eure Augen da, wo sie Angelegenheit finden, die soll euch etwas angehen. Die unter Schubladen und Mischlängen sind randvoll mit Meer gefüllt. Deine Mühle, ja. Da war doch, nein, nichts. Wenigstens sind die Hände nur schön weiß. Ja. Toll. So etwas misstrauisch! Dann reichst du die Fingerfertigkeit nicht aus! Ich brauche einen Dietrich! Ich schlafe doch nicht im Lager des alten Teuerkreises! Oh, kann eine Freundin machen, du. Das soll ein Scheide sein! Früher! Ja, da gab es! Hey, was zählt ihr an mir? Ja, ja, wir gehen weiter! Sagt ihr was Neues? Nö. Die freut sich nur, dass sie bald Spaß mit ihrem Mann hat, den sie so über alles liebt. Es wird bestimmt eine wilde Nacht. Vorausgesetzt, überlebt die Nacht. Und wo ist der Friedhof? Ich will ehrlich gesagt mal auf den Friedhof und dieses nette Spielzeug, das da vielleicht irgendwo liegt. Ja, ich weiß, ich war noch nicht im Wirtshaus. Und, ach, da ist der Friedhof, okay. Eine unbeschrifteten Seiten eines Grabsteins. Ist das? Keine Ahnung. Eine unbeschrifteten.
Ach, das liegt an der Seite, wo ich ihm... Geschieht dir recht, du blöde Sau. Lass dir sagen, deine Frau... Genial. Endlos gelebt, ganz allein, liegst du unter ihm... unterm Prangerstein. Kleinlich bis zuletzt. Was für eine Scheußlichkeit dringt aus dem geweihten Boden des Torun? Heda! Was hast du dort zu schaffen? Was hier zu schaffen? Du musst ein Stein des Güldens sein, um dir einfällig zu fragen. Dir ist Torun geweint. Hier beten wir diejenigen... Hier betten wir... Diejenigen, der den Weg auf Erde ein Ende gefunden hat. Und ich wache über die Würde dieses Ortes. Ah! Pack dein Mist wieder ein, Jungchen! Es ist ein Geweide des Torun! Geweide, wie ich höre, sind nicht alle Angehörigen eurer Gruppe mit Einfall geschlagen. Misstrauen ist ein wertvolles Gut in den Händen eines gestrengen Befragers. Glaube mir, ich habe meine Erfahrung. Du hast dir um die Antwort gedrückt, angebliche Diener des sonnenscheuen Gottes. Du wagst es, Torun auf dessen eigenen Boden zu lästern? Wisse, dass er auch deine Tafel führt und nichts vergessen wird, wenn du um Einlass... Höre und lerne, Erwählter. Merkst du, wie er die Antwort auf meine Frage ständig zum Schiff bemüht ist? Oder es ist ihm zu dumm! Du führst den heiligen Zug. Du musst lernen, wie man die Feinde des Güldenen von den frommen Knechten scheidet. Bei dem da wachsen meine Zweifel. Du wurdest ertappt, wie sich deine unmittelbare Nähe einer der lästerlichen Dornen erhob. Ertappt? Du gabst zu, dass du für diesen Boden, auf dem sie die Schändung des Lichts zutrug, die Verantwortung trägst. Verantwortung? Natürlich! Im Geweih dieser Städte! Natürlich! Trotz dieser erdrückenden Tatbestände, die gegen dich sprechen, verweigerst du jede Auskunft. Ja, Kirche. Vielleicht, um ein unheiliges Wirken zu vertuschen. Ein Wirken, das den Szenen geradezu ins Auge springt. Das reicht für eine Anklage. Anklage? Nun ist aber genug, Junge! Aus dem dünnen Garn lässt sich kein Strick spinnen! Der Geweide ist doch sittlich genauso überrascht wie wir! Ist sichtlich. Gesegnet sei deine Glatze, die ein so vernünftiges Hirn birgt. Für einen Moment war ich schon besorgt. Hö, 50 EP für Menschenkenntnis. Ist dir etwas aufgefallen, bevor sie dort nach oben brach? Irgendwas Ungewöhnliches? Nein, nichts. Ich habe Unkräuter aus dem Boden gerupft, als plötzlich ein Brummen und Brechen erklang. Dann bohrte sie das Unding empor. Wälder, Höhlen und jetzt auch ein Anker der Toten! Anker der Toten! Ich kann kein System erkennen! Das ist deine Befragung, Erwählter? Ich sagte, es ist genug, Brunn! Komm! Ah, eines noch, Geweihter! Achte darauf, dass niemand seine Tiere in die Nähe des Dorns treibt! Irgendwas geht von diesen Dingern aus, dass ihr den niederen Wesen zu bemächtigen scheint! Tiere? An diesem Ort? Das soll das geringste Plus sein. Selbst die Raben scheuen die unmittelbare Nähe. Was steht da drauf? Im Grabe stehen die Zeiten stille, fordern Ruht aller Zank. Was bleibt ist nur dein letzter Wille, deine Erben sagen Dank. Ja. Du bist der Bauer, was bleibt ist Trauer. Im Leben nie der Hellste, beim Tode für der Schnellste. Du warst nie reich, eher arm vielleicht, für diesen Schein hat's doch gereicht. Die letzten Stunden waren bitter, in der Birne schon ganz weich, der ganze Körper einige zittert. Toro nahm dich in sein Reich. Was ist das an Überleben? Nun weißt du sowas eben. Gestern trank er noch ganz munter, er drauf, nun liegt er drunter. Gegenseitig mit Weh und Ach, halb so wild, wir kommen nach. Okay. Und wo ist jetzt dem anderen sein Grab? Dresche ist südlich des Diebesgrabs! Das soll die Stelle sein! Wir sind nur zwei, oder? Und die Erde will mir mit bloßen Händen beiseite, ja? Ja, aber nicht, Küken! Dafür willst du noch was finden! Ach, jetzt muss ich ja noch eine Schaufel suchen. Mensch, früher haben wir das mit Händen gemacht, ey. Uns durchgebissen! Scheußlich, nie und nimmer kann dieses Unding dem Willen des Gottes des Todes entspringen. Aber wieso steht es dann hier? Du sagst es. Wieso? In meinen Ohren klingt das alles sehr... Aus, du hast deine Welten gehört. Also lass den Mann in Frieden. Komm, können wir... Ach, scheiß Krähen. Was wollte ich Adler sagen? Ich komme hier auf Adler. Kann ich die jetzt mitnehmen? Nein, warum auch immer nicht? Ich verstehe so gerade das System nicht so ganz, warum da dieses Ding kommt. Und was ist das überhaupt? Keine Ahnung.
Hast du den Postkasten an der Tür gesehen? Sollen die 40 neuer drauf, sag ich. Hier wissen wir uns zu wehren. Brot? Ja, mit der Fleischläge. Dann wäre dein Mann zu einem weiteren Speckring reicher. Gewächte nur, Küken! Die schwarzen Schichten sind pure gewachsene Lebenserfahrung. Sag ich auch immer. Gebt bloß Acht, dass es euch nicht an den Feenzähnen verschlägt. Ich könnte euch da Geschichten erzählen. Was guckt ihr so erfahrungsfreudig? Ach so, wegen der Geschichten. Na, das sagt man doch nur so. Eigentlich weiß niemand was über den See. Da ist auch irgendwie überhaupt nichts gewesen. Da können sich noch so viele stapeln. Lehr finde ich die vollkommen uninteressant. Ja, Tille. Mach keiner, gell? Sag nichts über mein Essen, dann werden wir uns verstehen. Also was das sein? Was sagt der Dorftratsch? Tratsch? Frag die Leute. Die zerreißen ihr Maul für ihr Leben gern. Ich hab damit nichts im Sinn. Na komm schon! Die Mühle ist eine Höhle des Lasters geworden. Bei Sitter, der alte Müller, hat sich irgend so ein junges Ding aus einem der Nachbardörfer geangelt. Gegen die Mitgift war nichts zu sagen. Wie ich gehört habe, hatte die Familie eine ganze Herde gezahlt. Nun, wer so zerknittert aussieht, darf auch nicht sparen, wenn er geliebt werden will. Da hat sie irgendwo recht. Na, und auf der Hochzeitsfeier war er schamlos genug, sein junges Weib vor allem Augen schon mit seinen Seiten zu verschlingen. Die Ärmste, etwas durchhalten muss sie aber noch. Rubens Vater ist auch steinalt geworden. Wenngleich er es auf seine alten Tage nicht mehr so wild getrieben hat. Die arme Leopa, an der Hochzeit war wohl nicht zu verhindern. Das wär's. Halt, halt, was fällt mir etwa? Da fällt mir was ein. Ihr kommt doch weit herum. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Gegen guten Lohn helfe ich gern. Lohn? Na, meinetwegen. Bring diesen Brief zum Wirt in der Ortsfeste. Keine Fragen, liefere ihn einfach nur ab. Was soll das heißen, keine Fragen? Alles, was in die Feste eingeht, hat den Orden zu interessieren. Hast du nicht gehört, Junge? Es gibt Lohn. Da gibt's nichts zu diskutieren. Der ist so gut wie überdacht. Ja, es ist... Wer war das? Geil! Er! Lust an der Pflicht! Das kann man ja nochmal machen, cool! Schwimmlinge, Bitterhütte, gesprungene Wiesenducker, aber getrocknet nützen die mir nichts! Werde ich mitnehmen? Ein prächtiges Tier. Der Jäger muss sein Handwerk verstehen, um so eine Beute zu machen. Reise. Oh, vielen Dank. Es ist immer schön, einen Kenner meiner Kunst zu treffen. Aha, und die Erlaubnis der Jagd hast du sicher auch dabei, hm? Bei Sitter, mein Essen wird ja ganz kalt. Sind das die hinterlistigen Methoden, mit denen du Geständnisse abpresst? Bleib nur schön lange bei uns. Dann erfährst du es aus erster Hand. Drei Leute packt die Panik und wer darf deshalb wieder stundenlang den Boden schrubben? Na, richtig. Ah, stell sie automatisch wieder dahinter hin. Naja, kriegt er eben noch eine geklatscht. Eine Jagdtrophäe! Dieser Narren ahnt nicht einmal, dass ihr das Symbol des verfolgenden Gottes prangt. Was machst du da? Yeah, Brandwein. Ist keiner was dagegen hat, dass ich das mitnehme. Immer das schön. Hol dir selbst was am Tresen, wenn du durstig bist. Wächter, ist meins, ist es. Und dann hat du ihm wieder einmal seinen Wochenlohn versoffen. Was schon? Redest du von mir? Ey, Kummel, fass dein Herz und gib mir einen aus, ja? Wirst du noch ein Goldstück übrig haben? Warum sollte ich? Na weil ich dir ein Geheimnis verraten will. Also gut. Geht gut, machen wir noch eins fertig. Ja, genau. Hast du irgendwas vergessen, Freundchen? Ich fürchte, ja. Was denn? Das Geheimnis! Du wolltest uns verraten, wenn wir dir einen ausgeben, Schluckspecht. Ah ja, natürlich, Kumpel. Pass auf. Puh, habe ich plötzlich eine trockene Kehle. Kann kaum noch sprechen. Verstehe, da hast du noch einen. Getrude, heute läuft's. Wird uns das zu irgendwas führen, oder... Säufle mir einfach nur mein Geld weg. Nichts? Was seid ihr denn für welche? Wages nicht! Hier eine Nummer abzuziehen! Der Bart doch länger als deiner ist! Das Geheimnis! Los! Wille? Was für ein... Sag mal, geht dich nicht? Weißt du, dass ich schon eine ganze Weile such? Wollt ihr was erzählen? Ein Geheimnis?
Abstich weiter sein. Na guck, das ist ein komplett leer Reflex für die Sprache. Das ist der letzte Schnaps! Voll zurück. Nein, zwei. Ich sehe dich denn du! Das ist in der Mitte. Lalalala, mir doch egal. Lass die lieber her, Mann. Ich hau den Becher weg. Im Räuwald. Da ist ein Versteck. Am Wasserfall tief im Wald hängt dein Gesicht. Ganz aus Stein mit lauter Stimme fragt es dich. Auch wer den Räuber nie gesehen, wird auch die Frage nicht verstehen. Auf dem Kopf, es steht ihm gut, trägt er den grünen Federhut. Lala, den Federhut, der steht ihm gut. Also Federhut, ein Federhut, ein Federhut. Oder tut mir die Öl, die ließen Lieder hier, sagt. Ich soll das erstmal Suspense noch machen, weil das Thema jemand sagt. Was sonst ist das irgendwie scheiße? Und das schreibe ich mir jetzt erstmal auf, weil sonst vergesse ich es wieder. Und ich kann meine eigene Handschrift jetzt kaum lesen, so wie ich geschrieben habe. Aber was soll's, wir gehen mal nach hinten. Nichts da! Wollen wir für die Übernachtung gezahlt? Oder wollt ihr mir Katsch auf meinen Besen machen? So ein alter Besen hier. Ein Besen kann mich nicht aufhalten. Denke ich mal. Ich brauche eine Schaufel. Ich brauche eine Schaufelarsch. Ich brauche eine Schaufel. Habe ich einen Mandel gefunden? Ah, yeah. Ich bin so böse. Ha, ha, ha. Was so einem Riesenkerl, wäre ich auch davon geflattert. Also ein anderer als ich wäre davon gelaufen. Ein wenig abenteuerhafter, meine ich. Ein weniger abenteuer. Mich auch. Ich weiß gar nicht, wie ich das vor lauter Dankbarkeit sagen soll, edler Hilfe.